Ja, wir haben ja auch keinen Stress, ne? Nö, alles tief entspannt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr just in diesem Moment eingeschaltet habt, wo wir für euch was aufnehmen wollen. Das ist großartig. Ich begrüße euch und begrüße natürlich auch die Hirsche, die heute Abend dabei sind: Markus, Mario und Micha. Hallo. Hallo. So, liebe Zuschauer, ach, wir haben eine ganze Menge zu bequatschen, bevor es richtig losgeht, weil es dramatische Szenen gegeben hat. Es hat dramatische Szenen gegeben in vielerlei Hinsicht. Aber wir können so viel in der Folge über andere Menschen herziehen und Sachen erzählen. Das ist unglaublich. Aber bevor das passiert, wüsste ich gerne, was wir jetzt als nächstes anstehen haben. Ich stehe nämlich hier in der BGA, wo ich zum Schluss ausgeloggt habe. Und damals gab es hier noch ein paar Sinageballen, aber die gibt es jetzt auch nicht mehr. Nö. So, wir haben Biogas drin, wir haben Gärreste drin. Boah, wir könnten ein Güllefass kaufen. Ist vielleicht eins im Shop. Die wichtigen Sachen zuerst, ne? Nein, ist keins im Shop. Aber ein hervorragender Quadrak wäre da. Schon wieder. Ich habe ein leichtes Déjà-vu. Ich auch. Ach, schön. Und ein Ermo-Flugpack. Das genau. Das war für mich ja. Ermo-Flugpack. Kann man damit fliegen? Ja. Genau so ist es. Ah, guck mal, man kann den sogar erweitern auf 5,5 Meter. Drei Arbeitsbreite, Micha. Brauchst doch Weiß ich nicht. nur 450 PS dafür. Micha? Ja. Warum hast du alle Tore aufgemacht? Suchst du was? Nur, ich wollte mal wieder lüften, ne? Das hat auch ein bisschen gemüffelt. Das habe ich beim letzten Mal auch Reden eine wahrgenommen. ganze Woche. Ja, das ist, wenn die so lange da unbelüftet stehen. So, wir sind aber immer noch nicht weiter. Was ist denn so Next Steps hier? Die Felder zusammenlegen oben ist der Plan. Die Felder 19 und 22 oder was? Ja. Oh, pass mal auf, da könnte ich ja wirklich den Flug kaufen. Oder haben wir schon Echt? einen? Nein. So, dann brauchen wir einen Flug, oder nicht? Jetzt ohne, also jetzt ohne Quatsch. Oder nicht? Markus, unser Plan geht nicht auf. Nee, mehr schon. Was denn für ein Plan? Ja, mach nur, mach nur. Mach nur. Mach nur, kein Problem, mach nur. Mach. Gib's den später. Tja. Ja, Moment, ich würde den ja sogar kaufen hier als reduzierte Ware. Der ist nicht Mach nur, teuer. mach nur. Soll ich den kleinen kaufen, also nicht zu teuer machen? Warte mal. Ich könnte den Nö. 3,5 Meter kaufen. Mach den ruhig groß. Auch. Du wirst den brauchen. Ich werde den brauchen. Tja, zum Pflügen. Für Was mich zu zukünftige Missionen. Wir haben jetzt da beschlossen, mit Mehrheit in den letzten 2 Wochen, Ja. wer halt nicht da war, hat ein Pech gehabt. Jeder, derjenige, der die Geräte kauft, der muss sie dann auch benutzen. Ach so, das habt ihr so beschlossen. Ja, dann ist ja Ja. toll, dass ich auch den Radlader gekauft habe. Ja, kein Ja. Problem. Ja. Aber du kaufst den Flug auch, gell? Ich habe den Flug jetzt gekauft, ja. Aber den habe ich ja gekauft zum Zusammenlegen. Das kann ich schon machen. Ich kann die Felder schon zusammenlegen. Da habe ich keinen Stress mit. Aber auch für die Missionen dann. Nee, das ist ja eine andere Sache. Also ich habe ihn gekauft für Zusammenlegen. So, das mache ich gerne. Das ist gar kein Problem. Okay, Doc, dann müssen wir unseren Johnny wieder zurückstellen, bis wir das Ja. nächste Geld haben. Ja. Ihr wolltet einen Mähdrescher kaufen, ne? Gehe ich von aus. Einen gescheiten, ja. Einen Also gescheiten. vernünftig. Einen mit Mit KI. von Hirschfeld Technologies, ne? Aber ich glaube, das war eher so grün. Einen grünen? Nee, dann werde ich so lange Geld ausgeben, bis der nicht mehr drin ist. Nee, wir wollten eigentlich den größeren und dahin holen. Grünen. Sagt er, einen grünen. Ich
bin ja sowieso der Meinung, dass John Deere, also grundsätzlich, das richtige Wappentier haben sie ja, aber da fehlt einfach noch die Farbwahrnehmung. Ja. Ja, muss man hinfahren mit ihnen reden. Ja, ich denke, das Unternehmen, die sind auch offen für Neues. Jo. Ja, so ein komplettes Redesign, orange, den Hirsch ein bisschen anders gestaltet, da sind die bestimmt offen für. Und dann noch Hirschfeld draufschreiben. Das läuft. Ja. Ich denke nicht, dass John Deere da irgendwas dagegen hat. Nein. Nee, das... Das kleine Unternehmen da. Eben. Da reden wir doch wirklich nicht von so einem großen Laden. Das ist auch schnell getan, die Dinger umzuspritzen. Ich würde sogar noch Rückrufaktion starten und alle Geräte zurückkommen lassen. Wichtiger Austausch. Emblem und Farbe. Ja. So, ich nehme jetzt das Taxi hier. Ach so, wir haben ja sogar... Ja, ich mache die aber trotzdem aus. Ich stelle den jetzt nicht an. So richtig zielführend war das auch gar nicht. Ne? Da haben wenig Leute den Bus benutzt, oder? Ja, gut. Ne, den Flug kann ich nicht mitnehmen. Wir bräuchten eigentlich für... Gibt es sowas? Ein 3-Punkt-Adapter für... Ja, gibt es doch, oder? Im 19er zum Geben. Ja, aber ich glaube, es gibt das im Standard nicht mehr. Es gibt diesen Adapter noch, aber ich glaube, den gibt es im Standard nicht mehr. Nee. Das Ding war eigentlich auch cool. Ja, schade drum, sonst hätte ich jetzt direkt den Flug mitgebracht, aber dann muss ich wohl gleich mit dem Traktor nochmal los. Pfandfrage, haben wir einen Schlepper, der stark genug ist, ihn zu ziehen? Was ist denn mit den S9? Wo stehen die denn in der PS-Zahl? Ich sync gleich erstmal. Ja, ich glaube, die sind schon ein bisschen knapp. 36. Das ist ein bisschen knapp, aber ich glaube, ich habe den kleinen Flug gekauft, der wird mit 350 gehen, da müssten 336 müsst ihr den auch ziehen können. Da ist ja sonst auch so ein roter Träger drin. Ja, aber ich wollte jetzt nicht die Pläne komplett zerschmeißen, ne? Alles gut, Mario. Nee, hier ist überhaupt nichts gut. Uns geht das nicht so gut. Genau, das ist nicht so gut, das war zu spät. Ja. Der Drops ist bereits gelutscht. Das ist so. Pläne nicht zerschmeißen wollen. Ja, sag ich, alles gut. Oh, nichts ist gut. So, wir haben übrigens 18:38. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal schlafen gehen. So. Klingt vernünftig. So, Mario, das ist auch nicht zielführend, was du da machst. Was denn? Ja, gar nichts. Nee, ich schau mal die Wolken an, ob es zum Regen anfängt. Es schaut etwas dunkler aus da oben, die Wolke. Kräht der Hahn heute von dem Mist? Ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist? Tja. Ich frage da lieber sicherheitshalber die Wettervorhersage. Ja, die ist ja auf jeden Fall immer zielführend. Ich gucke noch nebenbei nach. So, was macht denn unser, wir haben noch eine kleine Aktion, der 870, ne, der hat auch nicht so viel PS. Ich glaube, der stärkste ist wirklich der Deutz, ne, den wir hier drauf haben. Ja, dann nehmen wir den. Ach, liebe Zuschauer, aber wisst ihr was, wir machen noch einen kleinen Spaziergang eben, ich muss euch nämlich mal zeigen. Ich habe ja von Dramatik gesprochen und ihr sollt es ja mitbekommen, was hier los ist. Ihr habt gesagt, der Delinquent war auch die letzte Woche auch nicht hier, ne, auf der Karte. Die letzten zwei Wochen sogar. So, pass mal auf, Freunde, denn jetzt haben wir nämlich den Salat. Guck mal hier, wir gucken ja schon seit Monaten auf dieses Feld, das wir irgendwann ernten wollen, auf dieses Mondfeld. Und hier ist doch tatsächlich einer quer über das Feld gejuckelt. Also in Spuren nachzuurteilen war das nicht gejuckelt, sondern gerast. Das sieht ja aus. So, guckt euch das hier an. Das erinnert mich wirklich an alte Szenerien auf der Kandelin.
Also, für sowas habe ich kein Verständnis. Das ist Flurschaden. Ne? Massiv. Das ist eine Rettungsgasse. Das so. Sieht man doch von hier unten. Eine Rettungsgasse. Für Fahrräder aber. Es ehrt dich ja, Michael, dass du unseren Delinquenten in Schutz nehmen möchtest. Aber ich finde da. Also, der Spaß hört ja irgendwann auf, ne? Und da ist es soweit. Also, wenn dem Tommy jetzt nicht die Ohren klingeln, ne? Ja? Also, wir haben den. Ich habe den Tom in Verdacht. Ich sag's mal. Ich ziehe keinen von den anderen mit rein. Ich habe den Tom in Verdacht, dass der hier über das Feld gejuckelt ist. Um irgendwas abzukürzen. Und wahrscheinlich von der Erntemission, die da hinten gelaufen ist, oder mit Sämaschinen oder was weiß ich, was der da dran gehabt hat. Aber. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also, das ist genau so gekommen von da oben. So, und das, Tom, wenn du das hier siehst, dann grüße ich dich erstmal schön. Ja? Aber du wirst dafür noch gerade stehen müssen. Da kannst du noch so viele Wochen wegbleiben. Das wird noch einmal angesprochen werden, das Thema hier. Und da werden wir uns natürlich auch genau überlegen, wie das wieder gut zu machen ist. Lügen. Flügen zum Beispiel. Genau. Ein Jahr lang Flugmission. Aber sag mal, wir haben ja hier noch einen Drescher, ne? Ja, der wenn, war viel zu klein. Ja, das ist richtig. Aber wenn wir, ich meinte, der hat ja auch einen Wert. Wenn wir den denn veräußern, haben wir 147. Ah, da fehlt uns noch was, ne, für den großen. Mhm. Ja. Naja, gut. Nehmen wir den erstmal ohne Schneidwerk, oder? Ja, zum Einsaugen, oder was? Nur zum Kriegst du mit der Fremde verraten? Kann doch dann auf Felder fahren. Ja, genau, einfach mit der Sense voraus und dann mit der Heugabel natürlich das reinwerfen in den Einzug. Ist doch mal ein Plan. Jetzt wird ein Schuh draus. Ach nee. Aber Plan haben wir noch immer keinen. Ein Plan? Außer die Besichtigung des der Fahrrad Rettungsgasse. Fahrräder, ja. Ja, ich denke, ich soll jetzt das Feld zusammenlegen. Ja, geht schon. Ja, dann können wir noch Ballen rum, ne? Die müssen wir einsammeln. Ja, dann könnt ihr Ballen sammeln und dann gibt es doch auf jeden Fall die Möglichkeit, das Feld auch anzusehen, oder nicht? Da könnt ihr doch schon mit anfangen. Ich muss ja nur dazwischen eine Furche ziehen. Ja, was können wir denn gerade draufschmeißen? Wir sind im Juni. Guck doch mal in die Saatentabelle und dann guckst du mal, was wir draufschmeißen können. Wir könnten draufschmeißen Gerste. Ja. Anna, das ist in Apelsin. Das ist der Erntezeitraum. Raps könnten wir draufschmeißen. So, bitte. Aha. Raps, wie lange wächst der Raps? Bis nächstes Jahr. Und der Hafer wäre aber dieses Jahr noch fertig, ne? Ja, der wäre. Ja. Juli, August, September, Oktober könnten wir noch ernten. Ja, können wir da, nehmen wir mal Hafer drauf. Oder Sorghum müsste da auch noch gehen, oder? Ja, Sorghum geht auch noch. Pappeln gehen auch. Aber bei Hafer, nein, aber Stroh haben wir noch satt, ne? Ne, pass mal auf, Pappeln! Weißt du? Ich hab, weißt du, das Problem ist, ich habe gerade wirklich gedacht, guck mal hier mit dem Mario, bist du in einem ordentlichen Austausch, in einem Gespräch, seriös und sachlich. Und dann kommt der mit so einem Ding um die Ecke. Du wolltest wissen, was wir jetzt ansehen können. Ja, ich hab dem nur die Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Du weißt aber, dass das auch keine Möglichkeit ist. Das entbehrt jeder Logik, jetzt Pappeln anzupflanzen. Ich bin für Sorghum. Stroh haben wir satt im Moment, da können wir uns mit zuschmeißen. Was haben wir denn auf dem anderen Feld was habt ihr denn auf dem anderen Feld angepflanzt, dass wir geerntet haben beim letzten Mal? Ich habe gesehen, dass irgendwas angesät. Haben wir da was angesehen? Harper. So, bitte. Das heißt, da haben wir auch wieder Stroh, kriegen wir auf jeden Fall nach für die Pelletfabrik. Das sollte uns erreichen, ne? Pelletfabrik ist doch schon noch voll, oder? Warte, guck, hier ist der Mäntel.
Heupellets sind voll. Ja, ich habe gerade von Strom rein gesprochen. Heu ist voll, ja. Passt voll. 400.000 Liter passen. Da kann man die Ballen, die am Feld liegen, kann man reinschmeißen. Am Feld liegen noch Strohballen? Heuballen. Ja, sag ich ja, Heuballen. Ich rede doch die ganze Zeit von... Aber... Er redet von Stroh. Ja, böse Zungen hätten behauptet, das, was du zwischen den Ohren hast. Ah, der war fies. Zwei Ballenwagen. Das sagt man nicht, liebe Kinder. Sagt sowas nicht. Das ist ganz wichtig. Ne? Am Ende dieser Woche ist mir das wurscht. Am Ende dieser Woche? Habe ich auch nicht anderes mit dem Kopf. Ach so. Es ist Tilt. Ja, ich kann das verstehen. Es gibt so schlimme Wochen. Aber trotzdem war das nicht nett. So sagt man nicht. Muss man immer sagen, ne? Drauf sagen. Ich beiß mir auf die Zunge. So, bitte. Auf jeden Fall, wir reden über Stroh. Wie viel Stroh ist in der Fabrik drin? 985.000. Von? Wie viel geht rein? 3 Millionen. Ja, dann können wir ja noch Stroh massig da reinfahren. Wir haben da am Hof haben wir 2, 4... Ja, das vergesse ich, das ist für die Kühe. Okay. Okay. Aber am Hof liegt auch viel zu viel für die Kühe. Das brauchen wir für die Kühe alles gar nicht. Pass auf, denn aber trotzdem, lass uns das dann mal lieber voll machen. Dann machen wir das andere Feld auch noch Hafer. So, Entscheidung ist jetzt gefallen. Ich möchte die Pelletfabrik auf jeden Fall einmal voll machen. Dann können wir gerne auch nochmal über andere Sachen sprechen. Ja. Es hat hier gerade geruckelt. Aber nur bei dir. Ja, weil du rumstehst. Beim Stehen merkt man Ruckeln nicht. Ah, okay. Was habe ich vermisst? Also, ja, ich weiß, es sind Wahrheiten so lapidar dahingesprochen, es bleiben aber Wahrheiten. Ja. Sitzt ihr jetzt in der Sämaschine? Habt ihr die angehängt? Ich habe mir noch einen Ballwagen geklemmt. Das ist auch gut. Wo liegen denn... Raus da, oder was, Markus? Ich komme davon raus. Wo liegen denn diese besagten Ballen? Na da, auf 14. Da, wo ich gerade hinfahre? Nee. So, ich fahre ja... Achso, da auf 14. Ich fahre... Ich lege jetzt 19 und 20, 22 zusammen. Das war der Plan, ne? Ja. Ja, das gut. War dein Plan, ja? Meiner? Ja. Wann habe ich denn den Plan verfasst? Vor 3 Wochen. Das letzte Mal, bis du dabei warst. Ja, das ist richtig. Ja, liebe Zuschauer, es war ein wenig chaotisch in der letzten Zeit. Wir haben Freitags Challengers aufgenommen. Und dann hatte ich noch diese Woche, diese Ausfallwoche zwischendurch. Und ja, dann sind 3 Wochen schnell rum. Aber das ist schön, dass ihr immer noch wisst, was ich für Pläne hatte. Ja, ne? Hm? Sind gut. Ne, finde ich total gut. Schreiben uns ja auch Merkzettel. Alles ja, für einen Merkzettel. Ihr habt Merkzettel? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr die Wahrheit sprecht. Sicher. Sag mal, hier ist auch gepflügt, oder? Auf den Feldern. Habt ihr gepflügt? Ja, nee. Einen, ja. Na sicher. Wir haben alles vorbereitet. Außer es zusammenzulegen. Mit was habt ihr denn gepflügt? Ein Löffel. Ja. Ihr seid... Ach, schnell ein Auto. Geschichtenerzähler. Nein, das eine Feld war gepflügt. Wie du gekauft hast. Okay. Gut. Dann wird ein Schuh draus. Oha. Schmeißen wir gleich Dünger auch dazu oder nur ansehen? Ja, wegen Precision Farming, ne? Da hätten wir später natürlich deutlich weniger Düngerverbrauch da drauf. Ich sag mal so, das wird eine großartige Nummer hier mit dem Anflügen. Boah, der geht hier mit. Ich habe hier unten in der Ecke
Warte mal, da steht, glaube ich, irgendwas von über 90% Schlupf. Mhm. Die Räder gehen auf jeden Fall gut durch. Micha, was tust du gerade? Ballen sammeln. Auch gut. Wolltest du mich fliegen lassen? Oder? Nee, das Fliegen mache ich schon, aber ich hätte sonst gefragt, ob mir jemand noch so ein Gewicht bringen kann. Ich flüge aber jetzt wirklich nur die Felder zusammen, ne? Ja. Tja. Oh, ich kann ja schnell zu dir hochfahren. Ich habe ja ein Gewicht vorne dran. Vielleicht funktioniert das ja besser dann. Boah, ohne Quatsch, ne? Dieser Flug von Ermo, also das ist ja von SMI Modding. Das Ding ist schon echt gut gemacht. Außer, dass der Deutz vielleicht ein bisschen wirklich untermotorisiert ist. Ich glaube, ich habe doch den großen gekauft. Ja, du stehst mit 460 PS drin. Ja, dann habe ich den großen gekauft. Ja, das ist genau das Problem. In meinem Kopf gibt es halt das Klein halt nicht vorhanden. Trotzdem ist halt ein schönes Gerät. Ich mag den Flug. Ja, gravieren wir deinen Namen rein in den Götterdeal. Ach, bitte. Ermo Hirschfeld. Also Mario, immer wenn man zu flügen ist, weißt du, dass du einen Flug hast. Naja, aber wir werden ja nicht flügen, oder? Sag mal, flügen haben wir doch ausgeschaltet, oder? Grundsätzlich. Nein. Haben wir nicht? Nö, warum? Weil es blöd ist. Weil man doch nicht freiwillig flügt. Oh. Benny macht das mal. Ja, stimmt. Der macht's aber auch gut, ne? Ach, guck mal, jetzt habe ich den falsch rumgedreht. Ich auch Quatsch, was ich jetzt gemacht habe, oder? Bist du schon fertig, dass ich starten kann? Mit ansehen. Du also, kannst, natürlich kannst die, du ansehen. Wir haben ja die, jetzt fehlt ja noch die Proben, fehlen dann auch noch. Die Bodenproben. Ja, die Bodenproben kannst du ja jetzt schon nehmen. Ja, dann fehlt aber uns das Mittelteil. Aber das Mittelteil fehlt doch so, oder nicht? Nö, eigentlich nicht, oder? Ne, wenn die zusammengelegt sind, dann erkennen sie bei Position Farming mit. Ist das so? Also bei CP weiß ich das, aber Position Farming erkennt auch nicht zusammengelegte Felder. Ich spiele aber hoch auch mit. Das wäre mir neu. Sieht auf jeden Fall schick aus, der Flug. Ja, ist gut, ne? Ja. Ja. Jetzt habe ich auch nur noch 70% Schlupf. Siehste? Guck mal, jetzt geht das voll ab hier. Zzzz, 4 km/h. Yeah, ja. Yeah. Mario, Speed Demon. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Meine Mama hat gesagt, dicke Kinder können nicht schnell Motorrad fahren. Ich aber schon. Nee. Kennt ihr das nicht? Die Zuschauer haben es jetzt natürlich gesehen. Ich habe dann so mein Gesicht nach hinten gezogen gerade. Ihr kennt das nicht? Nein. Nee. Ach Mensch, die witzigen Sachen kennt ihr wieder nicht. Ich habe da als Kind herzhaft drüber gelacht. Ist aber natürlich auch politisch wieder nicht korrekt. Von Landau, ja. Bitte? Da gab es doch mal bei RTL Samstag Nacht immer die Folgen Die dicken Kinder von Landau. Oder nee, es war Mal Schmidt-Show. Ja, stimmt, sowas gab es. Auch das, ne, würde heute wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zulässig sein. Da würden direkt. Ich bin da so ein bisschen. Also, ich bin ein Freund davon, wertschätzend mit Menschen umzugehen. Aber diese ganzen. Es gibt auch hier auch Blondinenwitze und die Witze über Minderheiten und die Diskriminierungswitze. Da sind schon auch lustige dabei gewesen. Ja. Das ist die Wahrheit. Aber heute traut sich halt keiner mehr drüber zu lachen.
Ach. Ja, immer nur so unter vorgehaltener Hand. Ja, Mario, schieb mal ein bisschen an. Aber schieb nicht zu doll, sonst verliert er deutlich die Achse. Du siehst, das geht hier in der rasenden Geschwindigkeit, ne? Ja. Du fährst ja über Rasen. Richtig. Dann ist das auch eine rasende Geschwindigkeit. Das ist, nennt mich den Rasenraser. Ach nee. Ja, ich denke, da sind wir noch ein bisschen mit dran hier. Haben wir denn eigentlich schon, haben wir schon erzählt, dass wir das Update von der Karte machen wollten? Nein. Haben wir noch nicht erzählt. Liebe Zuschauer, wir wollten das Update der Karte machen. War auch schon am Server. Mario hatte sich um alles gekümmert, hat das im Singleplayer ausprobiert, hat alles funktioniert. Im Multiplayer konnten wir uns nicht verbinden. Da hat er uns bei 95% einfach so fupp, Spiel zu. Ohne Fehler im Log-Eintrag, ohne alles, einfach nur fupp, weg. Haben wir ein paar Mods deaktiviert, dann haben wir die wieder aktiviert und schlussendlich haben wir auch die Lösung gefunden. Wir haben die alte Version der Karte wieder genommen. Das stimmt. Ja, das. Wir hätten uns wahrscheinlich ein bisschen mehr Mühe noch gegeben. Also, Mario, vielen Dank trotzdem für die Arbeit und den Aufwand. Das ist ja auch Zeit, die da so reinfließt, um das alles zu machen. Danke dir. Ja, kein Problem. Ich habe hier leichte Unterstützung gehabt. Auch den Unterstützern. Vielen Dank. Ne? Du musst da eine entsprechende Rede halten, auch in dem Moment. Die Eltern, die dich immer bestärkt haben, an dich zu glauben. Ne? Und das Management, das einfach auch stets an deiner Seite war, als du die Karte geupdatet hast. Ich bedanke mich für den Vorredner. Genau, bei dem Laudator. Ne? Genau. Das sind alles wichtige Sachen, die man halt dann in so einer Dankesrede einbringen muss. Und am Ende ist das Wichtigste, was du niemals vergessen darfst, ist, und das ist heute ja wichtiger denn je, du musst dir den Weltfrieden wünschen. Ja. Also solltet ihr mal eine große Dankesrede halten, ne? Gerade wenn ihr eine Schönheitskönigin geworden seid oder so. Miss Nordrhein-Westfalen, da sehe ich mich ja, ne? Ja, heute geht das. Heute könnte ich mich da bewerben. Wer macht das? Boah, ganz ehrlich, eigentlich, das müsstest du wirklich mal bringen. Ich glaube, das hat noch keiner gemacht. In der ganzen Szenerie, bei allem Ausgleich, bei allen Diskriminierungsvorwürfen, bei allen Frauenquoten, wieso sollte ich mich nicht bei da Miss Germany Wahl stellen. Also die Reaktion möchte ich dann sehen von der Klump. hat die bei der Miss Germany Wahl noch zu sagen? Ne, die macht doch hier Next Top Model. Nee, das meine ich nicht. Nee, ich meine hier schon die echte Miss Wahl. Das gibt's doch, oder? Ja, die gibt's schon, aber. Nee, möchte doch ein bisschen seriös haben. Also da bei Heidi, das ist ja alles nur skriptet. Magst du das Feld da herüben auch dann gleich? Mein Freund, ich werde nicht das ganze Feld pflügen. Bist du wahnsinnig? Jetzt sag nicht, da muss geflügt werden. Ja. Also hiermit. Steht drauf. Muss gepflügt werden. Nein, das steht nicht da. Aber ich glaube, probern müsste man es schon, oder? Wenn, wir haben doch eine Direktsaat, oder nicht? Ja. Also ganz ehrlich, wenn das gepflügt werden müsste, nur mal so rein, es müsste, ja? Ja. Dann würde Mario gehen. Dann würde ich nochmal 360.000 Euro ausgeben vorher. Aber es muss ja nicht gepflügt werden. Aber das
erinnert mich daran, dass wir Geld verdienen müssen, ne? Wir brauchen Kohle irgendwie. Ja. Ja. Ich muss immer noch an meine Bewerbung für Miss Germany denken. Ja, irgendwie nebenbei hin. Missverstanden werden. Missverstanden, das ist auch schön. Das ist übrigens ein Spruch, mit dem ich mittlerweile fast alle meine Workshops beginne. Liebe Kunden, wir müssen erstmal darüber reden, dass wir hier mit einem riesigen Missverständnis beginnen, diesen Workshop. Und dann erkläre ich denen immer, das ist nämlich genau das, was viele Menschen immer meinen, dass Missverständnisse sich entwickeln. Nee, das ist nicht so. Entwickeln tut sich allenfalls das Verständnis füreinander in Kommunikation. Das Missverständnis ist nämlich vorher da. Wenn man mal drüber nachdenkt. Ja. Das hat so einen Klugscheißer-Modus, ne? Wenn irgendjemand sagt, oh, da haben sich Missverständnisse entwickelt, ja, Moment mal. Die waren schon da. Ja, die hat es schon immer gegeben. Wir haben nur versäumt, Verständnis füreinander zu entwickeln. Ja. Genau wie, da komme ich ja wieder zu meinen Lieblingsthemen, ne? Letzte Tage ein Buch gelesen, ach, das Buch der magischen, die Schule der magischen Tiere. Kennt das einer von euch? Ja. Ist ja so ein Kinderbuch, ne? Mhm. Ist ganz süß, lesen wir mit den Kindern. Und da steht an einer Stelle tatsächlich, er schließt die Türe. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. In einer Lektüre, in einer wirklich in Literatur, die ja auch nicht so schlecht ist und sehr viel verkauft ist. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum rieche ich mich darüber auf, wenn da steht, er schließt die Türe. Ist euch bewusst, warum ich mich darüber aufrege? Weil es ja nicht Türe heißt, sondern nur Tür. Richtig, es gibt keine Türe. Aber echt? Ja, das klingt doch schon falsch. Ja. Was schließt der da? Ne? Was ist das? Ja, also das umgangssprachlich gibt es das hier am Niederrhein ganz viel. Das sagen alle Türe. Also. Nein. Aber. Ja, du kommst ja auch nicht vom Niederrhein. Das stimmt. Siehst du? Aber ich war da mal. Ich habe da mal gewohnt. Ja, gut. Aber wie gesagt, Türe ist hier, umgangssprachlich gibt es das ganz viel. Ich glaube aus dem Plattdeutschen vielleicht sogar. Aber gut, anyway. Also Türe, liebe Zuschauer, gibt es nicht. Weglassen. Können noch. Ach so, Sinn. Ne? Sinn machen und Sinn ergeben. Sinn kann man nicht machen. Wurde mir früher immer gesagt, also das habe ich durch YouTube, habe ich diesen. Finde ich, heute finde ich es, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat man es auch ein bisschen kaputt gemacht. Das hörst du ja in jedem dritten Satz. Es macht keinen Sinn. Das stimmt. Aber. Sinn kann man eben nicht machen. Sinn kann es nur ergeben. Ich verwende das mittlerweile, ich glaube zu 99% bin ich bei Sinn ergeben. Es ergibt keinen Sinn. Aber egal wo du bist, gerade auch in diesen Situationen mit Kunden und Workshops und hin und her und da hast du immer wieder das Thema, dass Leute das sagen und jedes Mal macht so Ping in meinem Kopf. Kennt ihr das? Mhm. Wenn man das nicht rauskriegt. Ja. Ich sag mal so, da wurde ich von meinem eigenen Klugscheißer-Modus bezwungen. Ihr vom Niederrhein habt ja sowieso was Besonderes, ne? Mich? Eine Verlaufsform? Ja, das sowieso, ja. Aber noch was viel Besseres. Oh. Ihr habt doch diese Verlaufsform, die es ja eigentlich im Deutschen gar nichts gibt, ne? Sondern nur im Englischen und so. Gesagt ja sowas wie, ich bin die Koffer am Packen. Am Packen, ja. Hier am Niederrhein gibt es diesen beflügelten Begriff, die Kuh am Stall, am Schwanz, am Raus, am Ziehen. Was? Genau. Das stimmt. Ich bin das gerade am Machen. Mhm. Ja, gibt es hier ganz viel. Am Dran, am Sein. Ist, völlig, völlig normal. Das ist, wird auch in der Schule gelehrt. Neben Verb und Adjektiv gibt es am Dran, am Sein. Ja.
gab es mal irgendeinen Artikel, wo irgendwie so ein Pärchen, wo sie aus England kam und er eben aus Deutschland, ne, und sie dann so, ja, wieso habt ihr denn keine so eine Verlaufsform, ne? In England gibt's das, oder im Englischen gibt's das ja mit, du kannst ja sagen, ich esse Fisch oder ich bin am Fisch essen, ne? Das gibt's ja. Und dann meinte der so, nee, wir haben auch so eine Verlaufsform. Zwar eine niederrheinische nur hauptsächlich, aber die Verlaufsform gibt's. Und wie? Naja, wir sagen, wir sind Goffer am Backen. Backen am dran am sein, ja. Ja, wie viele Wagen hast du jetzt bei den Kuhstallen gestellt? 2. Gut, das geht zu Pellet. Bei uns macht man auch das Fenster los. Das hat auch schon für Verwirrung gesorgt. Fällt doch dann runter, wenn es los ist. Ich habe das schon erlebt. Da ist jemand hingegangen und hat einen Schraubenzieher geholt und hat das Fenster aufgeschraubt. Ja, du hast doch gesagt, ich soll das Fenster losmachen. Ja. Ja. Also, auch das, ne? Bildungsauftrag erkannt. Liebe Zuschauer, wenn ein Niederrheiner zu euch sagt, mach das Fenster los, dann kann das sein, dass er eigentlich nur meint, öffne es, bitte. So, wir heute alles geklärt haben. Aber liebe Zuschauer, ich glaube, jetzt ist es auch mal, wenn ihr auch sowas habt, ne, solche Verwirrungen, und da meine ich nicht die Stand, ja, könnt ihr natürlich auch nennen hier Standardverwirrung zwischen diesen ganzen Städtern, ne? Irgendwie jede Hauptstadt oder jede große Stadt hat hier irgendeine Doppelbedeutung. Hamburger, Berliner. Ne? In Berlin heißen Berliner auch nicht Berliner, obwohl in Hamburg Hamburger trotzdem Hamburger heißen, also die das Essen. In Berlin heißen die ja Krapfen, ne? Das heißen sie bei uns auch. Guten Abend. Ja, ah, hallo. Abend. Der Matthias ist da. Der Markus, genau. Der Matthias. Ich bin gerade noch mit den Zuschauern dran. Sag mal hallo YouTube. Hallo YouTube. Also, es gibt ja, in Berliner heißen die Berliner nicht Berliner, sondern Krapfen. Also bei uns heißen sie Berliner. In Hamburg heißen Hamburger aber Hamburger. Also die bei McDonald's und Burger King und so. Also geht da nicht essen. Geht woanders essen. Ich wollte jetzt keine Werbung machen. Und Paris hat die Pariser. Also was gibt es denn noch? Bei uns gibt's Wenn ich jetzt anfange, wie die Dinger bei uns heißen, ne, versteht sowieso keiner. Die Frankfurter gibt's noch. Ja, aber die heißen in Berlin, glaube ich, Wiener. Wiener, genau. Ja. Richtig. Das gleiche mit den Frankfurter, ja. Die Wiener Würstel. Ja gut, es gibt ja auch die Deutschländer, ne, aber das ist so was anderes. Obwohl, wenn wir sagen, ich hätte gern Wiener, dann heißt es eher so Wiener Schnitzel. Ja, das gibt es so und so bei uns auch. Aber bei euch ist das das Wiener Schnitzel Wiener Art. Ja, ja, weil es eben dann nicht immer vom Rind ist. Also Wiener Art ist dann... Kalb ist jetzt echte. Kalb, ja gut, wenn es dann vom Kalb ist. Aber es gibt schon auch echtes Wiener Schnitzel. Aber die meisten, hast du recht, die meisten sind wirklich vom Schwein und dann sind es Wiener Art, ja. Und bei uns heißt ein Berliner Fasenkicheltier. So. So, Kollege, ganz ehrlich, wir reden doch nicht übers Ausland. Ja, doch, mit Mario schon irgendwie, aber das ist ja noch weiter weg, gefühlt. Ja. Wie heißt das? Phasenkichle? Phasenkichelja, also Phasenküchlein im Prinzip. Und wieso, was ist denn Phasen? Zahle nicht halt. Ja, aber warum denn Fasnacht? Ach, von Fasnacht. Ja, Phasenkichelja. Ja, jetzt, wo du sagst, ja, jetzt wird's völlig klar. Jetzt wird's ein Schuh draus, oder? Ja, jetzt wird's ein Schuh. Aber nur ein Handschuh. Ich hatte meinen Arbeitskollegen, der hat alle Sprichwörter durcheinander gebracht. Der hat immer gesagt, jetzt wird's ein Boot. Oder da dreht sich der Fuchs in der Pfanne. Das ist auch großartig. Ah, ja. Ja, ursprünglich heißt es ja, da wird der Fuchs in der Pfanne verrückt. Auch spannend, wo das herkommt. Aber komm, anyway, liebe Zuschauer, wir sind schon lang genug dran. Wenn ihr solche Begrifflichkeiten mal habt oder solche Sachen, die ständig bei euch im Kopf platzen, ne, wie dieses bei mir heute das Thema Türe, ne, Türe schließen oder, das ist noch gar nicht so schlimm, das Thema Sinn machen.
Wenn ihr das hört und in Zukunft dran denkt, boah, nee, Sinn machen kann das gar nicht, es ergibt nur Sinn. Ja, ich finde es schön, dass ihr das jetzt auch dann mitnehmt, aber ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ihr werdet es jetzt immer hören. Wenn jemand sagt, es macht Sinn, dann werdet ihr jedes Mal denken, oh nein, Mario wird durchdrehen. Macht halt auch nur Sinn, ne? Nee, macht eben nicht Sinn. Genau das eben nicht. Sinn kann man nicht machen. So. Der kann Sinn. Es macht keinen Sinn, aber es macht dann Sinn. Es macht dann Sinn? Nee, auch das nicht. Liebe Zuschauer, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und dann machen wir, also die Hirsche, ich und der Matthias, gleich noch was anderes. Ne? Schaltet aus. Frische Luft schnappen, mal nach draußen gehen. Mario hat gesagt, bei ihm ist sternklarer Himmel. Also jetzt zum Aufnahmezeitpunkt auf jeden Fall. Guckt mal raus, vielleicht ist es bei euch auch so. Und ja, lasst uns noch ein Däumchen da und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir sagen tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bye, bye und ade.